Herzlich willkommen bei der ersten Folge des Jahres 2020. Was gibt es Neues von Günther Leiner? Uli Beinbold. Hosea Ratila. Thomas Maurer. Und Geri Seidel. Ihr müsst nicht nervös sein, auf euch lastet der Erwartungsdruck des Jahres 2020, die erste Ausgabe. Jeder fragt sich, wird die Sendung genauso lustig sein, wie sie die letzten 15 Jahre schon nicht war? Und ich weiß, wir werden eine hoffentlich eine wunderbare Sendung machen. Ihr hattet großartige Weihnachten und ein tolles Silvester, nehme ich an. Sehr schön. Rutsch. Ich war radeln in Thailand und du? Das Rasenmähen in Thailand? Ja, schaut, dass wir uns nicht getroffen haben. Nein, es ist ja Thailand, nicht mein Land. Der Rassist! Ja, gehört auch wieder mit. Ich habe noch gar nicht das... Nein, das gibt's nicht. Na, Moment. Nein, das geht nicht. Nein, das erste Witz im 2020er Jahr. Und der war wirklich nett. Der war wirklich. Gefällt mir jetzt okay. Ein bisschen. Ich war Bungee-Jumpen in Mailand. Ich dachte, Irland. Das Niveau ein bisschen halt. Ich fang aber Zahnarzt. So, dann also, weiter. Was ich das nein, das geht nicht, das geht nicht. Es ist heute Welttag der Zartbitterschokolade. Ich liebe Zartbitterschokolade. Und übermorgen ist, wir legen einen anderen Welttag zusammen, Welttag des Marzipans. Oh. Ich bin wirklich... Ich glaube, das mag ich nicht. Ich liebe Marzipan. Ja, da ist immer Alkohol drinnen. In drei Tagen? Marzipan? Was? Oh ja, schon. Nein, das erinnert dich nur an Amaretto. Ja. Das ist ein geiles Zeug. Das macht dich aber nicht. Ich finde, der Oliver schaut sogar ein bisschen aus, als könnte man das Marzipan gut nachformen. In drei Tagen ist übrigens dann Welttag des Abführmittels. Auf den Amalgamplombe. Du hast aber recht, ich schaue wirklich aus ein bisschen wie dieser Marzipanpfirsich. Süß! Vor allem, wenn ich es Kapperl abnehme. Gut, das sind die Goodies. Fragen haben wir auch. Ich möchte gleich zu Beginn wissen, was ist ein Ausgleichsfahrzeug? Worum handelt es sich bei einem Ausgleichsfahrzeug? Es ist das Rau, ein Fahrrad. Ein Ausgleichsfahrzeug. Zum Beispiel, wenn du, also ich fahre gerne mit dem Auto, ich fahre gerne mit dem Zug. Aber wenn, zum Beispiel, wenn ich sehr unausgeglichen bin, also unzufrieden mit mir, dann musst du mit dem Rad fahren, damit du ein bisschen ausgeglichen bist. Sonst bin ich sehr, ich bin oft sehr unrund. Weißt du, was ich meine? Nein, du bist eigentlich immer... Du bist ja nicht unrund. Wenn ich ein bisschen ausgeglichen, ja. Kann ich dir das, ohne dass es jetzt... Günther! Danke. Nein, das Günther Leiner sagt gleich, ich bin sehr unrund. Gut, Günther, bist du schon mal mit einem Rad gefahren? Ja. Das würde ich hoffen. Das war Home-Trainer. Und du bist nicht weit gekommen. Ich bin nicht weitergekommen. Ja. Da habe ich gedacht, das interessiert mich nicht. Das war total blöd für einen Ausflug. Ja. Wer möchte zum Ausgleichsfahrzeug? Nein, ich glaube, das Ausgleichsfahrzeug, das ist ein ländlicher Brauch. Also wenn die Landjugend in die Disco fährt oder aufs Feuerwehrfest, dass beim Konvoi Retour haben, nur jeder zweite Tuten fett ist, damit sich ausgleicht. Also, nicht spät, nicht Das muss bei irgendeiner Sportart sein. Ja. Bei welcher? Naja, Wellenreiten. Ja, okay. Da fährt zum Beispiel vorher das Ausgleichsfahrzeug, die Wellen nicht so hoch schwappen. Ja, genau, das Ausgleichsfahrzeug ist die Pistenraupe für den Surfer. Du sagst genau, das danke, ist wunderbar, danke, dort, großartig. Danke, Uli, herrlich. Danke, das ist, danke. So stelle ich mir das Leben vor. Oder? Ist auch für Verlöbnisse in einem Boot romantisch gut, wenn man vorher mal die Wellen planiert, damit der spiegelglatte See da ist. Nein, nein. Oder beim Eiskunstlauf. Ja. Da fährt doch auch immer so ein Wagen, dass wenn die vorher mit die der Eismaschine. Kufe... Nein, 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 das ist das Ausgleichsfahrzeug. Dass die, wenn die mit der Kufe so Furchen gebildet haben, die Paare davor. Ja. Ja. Das ist gut, das ist wunderbar. Aber falsch. Nein, es ist nicht nur beim Eiskunstlauf, das hast du quasi also im... Deswegen habe ich gesagt Sportart. Beim Eislaufverein, im Eislaufverein hast du das auch. Mhm. Da wird einfach das Eis wieder glatt gemacht. Aber ist Sport das richtige Gebiet? Könnte es sein, vielleicht? Wie sage ich dir? Wie sagst du es mir? Wie sage ich dir? Ja. Nein. Okay, danke. Es gibt ja die Ausgleichsmasse. Oft bevor man wenn der Estrichleger einen schiefen Estrich gelegt hat, kommt eine Ausgleichsmasse. Nicht weg werden, gell? Was?
Nicht frech gesagt. Und dass die Fliese dann gerade gelegt werden kann. Okay. Und vielleicht ist es so ein Wagen, mit dem man die Ausgleichsmasse aufbringt, das Ausgleichsfahrzeug. Das ist schön. Nein, Ausgleichs, was ist es? Ja, Fahrzeug. Ja, genau. Fahrzeug, ja. Ausgleichsfahrzeug. Ah, doch. Aber das müsstest du doch wissen, du kommst ja aus der Branche. Ja, das ist es, ne? Ja. Ja, eh. Na, dann, warum reizt du dann? Warum weißt also, du also, dann nein, nicht? Das ist das Fahrzeug, mit dem man den Estrich ausgleicht. Aber du haust dann in die Wohnung ein Fahrzeug rein? Ja. Mhm. Du nimmst jetzt aber kurz von Eitzing wieder aus. Das ist in einer Gemeindebauwohnung sehr eng. Ich glaube, es ist beim, Entschuldigung. Warte, Hosea, nein, Hosea, bitte. Ich muss nicht, ich muss überhaupt nichts sagen. Nein, natürlich musst du. Oh ja, du musst, weil du bist dafür bezahlt. Ja. Aber so bezahlt, der Hosea kriegt was? Sagt ja nichts. Zahlen bitte. Ja. Ist das neu jetzt in diesem Jahr? Du, ich bin so froh, dass du seinen Namen gesagt hast, weil du fügst dich heute so in unseren Panel-Tisch. Ich hab mir zum Ziel gesetzt, möglichst unauffällig zu bleiben im Verlauf der Sendung. Ja. Ja, das unter den Tisch sind. Ja. Du, es ist Ton in Ton mit unserem Aubergine-Tisch. Ja. So ja. In mir ist ungefähr dasselbe wie in diesem Glas. Aha. Das ist hier drinnen. Aber ich glaube, Ausgleichsfahrzeuge, das hat was mit dem Klimawandel zu tun. Ja. Und zwar hinter jedem Fahrzeug, das unangenehme Gase ausstößt, muss aber jetzt ein Fahrzeug hinten herfahren, das diese Gase einsaugt. Es wird zwar erst gebaut, aber die Ausgleichsfahrzeuge sind schon... Das stelle ich mir großartig vor. Es ist so ähnlich bescheuert wie das mit seinen Feuerwehrfesten. Aber das ist aber gut bescheuert. Ich meine, ich liebe das. Das kann man dann kombinieren. Ja. Der Augsoffene vor einem alten Diesel, hinten vor der Nichte mit dem Ausgleichsfahrzeug. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Sehr. Nein, gut, bitte, Entschuldigung. Im Sport, ja, Fußball, es steht 1-0 für eine Fußballmannschaft, ja, und du weißt, die werden den Ausgleich nicht schaffen. Jetzt kommt das Ausgleichsfahrzeug, fährt gegen das Tor, haut das Tor um, damit die andere Mannschaft den Ausgleich schützen kann. Ich wusste, das ist nicht gescheit, wenn ich über Sport rede. Nein, das ist aber eine super Idee. Ja? Wir können uns das merken für dieses Jahr. Ich bin dafür, dass wir das Ausgleichsfahrzeug bei der EM, bei den Österreich-Matches einführen. Ja. Aber vielleicht ist es auch beim Arzt. Irgendein Fahrzeug vom Optiker, der so drüber fährt und die Dioptrien ausgleicht. Also das erste Mal, ich muss Sie enttäuschen, ein Optiker ist meistens kein Arzt. Ja, aber die haben diese berühmten Optiker-Einsatzfahrzeuge. Hilfe, ich bin scheiße. Muss ich so Linsen drehen? Optiker sind super, aber keine Ärzte. Ich meine, der Augenarzt schickt dann die Überweisung zum Optiker, oder umgekehrt. So genau. Aber welchen Optiker hast du, der so... Nein, ich habe eben gar keinen, deswegen weiß ich es nicht. Ich bin öfters beim Optiker, das... Nein, das wäre, wenn man das Ausgleichsfahrzeug... Das ist beim Ohrenarzt. Ausgleichsfahrzeuge, nein, pass auf. Nein, es gibt keinen Tipp, es gibt gleich die Auflösung. Ausgleichsfahrzeug ist die auch in Österreich übliche amtsdeutsche Bezeichnung für ein behindertengerecht adaptiertes Auto. Ausgleichsfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, die durch nachträglich angebrachte besondere Ein- und Vorrichtungen geeignet sind, die Körperbehinderung der Lenkerin oder des Lenkers beim Lenken des Kraftfahrzeuges auszugleichen. Ja, Ausgleichsfahrzeuge. Ja, das ist es. Und ich bedanke mich bei Walter Streusnick aus Altofen. 300 Euro Büchergutschein, der erste des Jahres 2020. Super. Aber sehr schwierige Frage. Waren Sie bei euch die Heiligen Drei Könige am 6. Januar? Jänner? Kaspar, Melchior und Balthasar. Schön. Und der heilige Stern. Genau. Ich war lang Sternsinger. Mhm. Ja. Ich habe ein Piktogramm, das etwas darstellt, das könnte das gemeinsame Reittier der Heiligen Drei Könige sein. Aber ist es natürlich nicht. Das muss ich euch schon einmal wegnehmen. Aber diese eine Geschichte zum Sternsinger. Ich war ja oft Sternsinger. Ja. Und oft ist passiert, dass du anleitst, ja, und du sagst, bin nicht daheim. Ganz schnell. Was habt ihr dann gemacht? Nur einmal gelebt. Ja, bis er daheim war. Zu uns haben sie immer gesagt, wir sollen in die Buffs gehen mit den Sternsingern, weil dort sind dann die so ein schlechtes Gewissen haben, dass sie uns irrsinnig viel Geld geben, damit wir schnell wieder gehen. Und, hat es gestimmt? Das hat gestimmt. Und wir haben im zweiten Bezirk die Bordelle abgeklappert und waren in einer Stunde fertig. Im zweiten Bezirk gibt es Bordelle? Bitte? Ja.
Früher. Früher. Du als Sternsinger warst. Jetzt ist dort der Universität. Schul. Ja, kommen wir zurück zu diesem Ausgleich. Ach, ja, das ist nett. Ich weiß schon. Aha. Das ist, weil ja, einerseits gibt es ja eine Welle, es gibt immer mehr Veganer und vegane Speisen und vegane Lokale, man kann vegan einkaufen. Natürlich gibt es aber die Gegenwelle auch, Leute, die Veganer hassen. Und das ist Toblerone für Fleischfresser. Ich hoffe, es ist Marzipan. Ich hab bisher, du sagst mir, es ist Tag der Edelbitterschokolade. Ja. Das ist ja die einzige Schokolade, die ich mag. Ich hab süße Marzipanfrüchte, Deko-Karotten aus reinem Zucker und eine Kur auch aus Zucker. Kriege langsam mal mehr Bitterschokolade. Ja, du weißt, ich lebe gerne meine sadistischen Neigungen hier im Studio aus. Jetzt, wo ich weiß, ist natürlich das Karöttchen für dich reserviert. Und da hätten wir Zartbäcker. Oh, jetzt ist sie rund. Woran du nicht denkst, lieber Oliver. Irgendwann wird diese Sendung zu Ende sein und die Kamera abgeschaltet. Genau, und dann schenken wir die Zartbitterschokolade dem Publikum. Du kannst es jetzt schon verteilen. Das ist während der Sendung, ist, wenn jetzt jemand einsteigt und du hast keine Goodies, denkst du, ja, der Maurer ist schon wieder nicht lustig. Naja, ja, gut. Der Seidel auch. Der hast du zum Beispiel Schokolade. Das ist sehr lieb, danke. Sehr lieb, danke. Ich glaube, das ist ein Ausgleichskamel. Könnte das sein? Das steht am Anfang der Wüste, wenn für ganz lange Wüstenreisen wirklich Kamel nur mit drei Höcker, weil sonst kommt es mit Wasser nicht durch. Ja. Also, für die Sahara. Durchquerung. Das ist das Kamel für die Sahara. Aber könnte es sein, dass es darauf hinweist, dass man nur vorne Platz nehmen darf? Dass wenn man sich hinten draufsetzt, fallen alle runter. Warum meinst Wieso? Du so? Ja, du, wenn du dich hinten draufgesetzt hast und runterfallst. Ja, nein, es ist ausgeklammert, das hintere Popschi. Das heißt, man soll sich nur ab da draufsetzen. Ja, das ist das hintere Popschi, das ist der WC-Bereich. Da soll man sich nicht hinsetzen. Nicht aber wenn du da draufsetzt, was? Du bist schief. Weil der keine Haxen hat dann. Wie? Was? Na wieso? Beim Draufsetzen? Bleiben ja die Haxen. Ich glaube, das ist... amputierst du ein Kamel die Haxen, wenn du die draufsetzt? Aber bitte... Du hast draufsetzen. Die Hauptfrage ist, blau ist ja ein Hinweisschild, oder? Ja. Eben, ja, deswegen ist der Hinweis, dass man sich dort hinsetzen soll. Okay, gut. Oder auch ziehen Sie Kamele nicht in die Länge. Ja. So das ist für jetzt für spezielle Raucherbereiche. Ja. Dort darfst du nur Camel rauchen. Die Lange. Na schau, es geht doch. Willst du bitte Schokolade? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Danke. Oder das ist ein Hinweisschild beim Bäcker. Da sagst du, wir backen ohne Mehl, also kein Mehl. Oliver! Ich glaube, dass im arabischen Raum ist ja Höflichkeit sehr wichtig und ich glaube, das ist ein Schild, das Höflichkeit einfordert. Aha. Ich glaube, es geht darum, man kann zwar ein Kamel sein, wenn man das unbedingt möchte, aber man darf nicht den Rahmen sprengen. Ja. Schön! Bitte. Schön. Ich habe auch was Zartherbes für dich. Ja. Super. Wo glaubt ihr, weil du sagst, du hast so schön auch vom arabischen Raum habt ihr jetzt gesprochen, wo glaubt ihr, findet man dieses Piktogramm? Oder im Zoo. Im Zoo. Bei der Polizei? Nein, nein. Weißt du, Zoo. Du musst wissen, warum. Es stammt so. Nein, nein. Bei der Polizei. Aus Paris und nicht aus dem Zoo. Eiffelturm. Ja, wobei es in Paris... ja, großartig. Das ist ja logisch. Mistiguli hat sie erraten. Eiffelturm. Ja. Sicher. Wobei es ja in Paris doch recht arabische Quartiere gibt. Ja. Mal sagen, das schließt sich wieder nicht aus. Natürlich, ja. Dass du dem am Kamel der Zukunft gearbeitet wird. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist in der Pariser U-Bahn. Moment, oh, bist du toll. Alter, wirklich. Nein, Moment. Ja, nein, noch nicht. Warum? Was? Warum? Pariser U-Bahn. Ja. Da sind Zahnräder. Nein. Nein. Das ist die Zahnradbahn. Okay, es ist in der Pariser U-Bahn. Ja, es ist definitiv in der Pariser U-Bahn. Darf ich übernehmen? Ja. Nein. Uli, übernehm dich nicht. Aber nur, wenn es wirklich was Wichtiges ist. Bitte. Aber wenn es nicht, ich gebe nur und dann bis jetzt, Pariser U-Bahn hat ihm bis jetzt fast erregt, muss ich sagen. Man muss ihm auch was,
Es ist eigentlich diese, wie heißt die Metro ist der, und die Aero, die Aero, die Schnellbahn. Das ist die Schnellbahn. Aber dieser Schnellbahn. Schnellbahn, ja. Aber vielleicht Rolltreppe? Mhm. Hoppel die Hoppel? Man könnte hinunterstürzen, wenn man... Hoppity, hoppity. Da kannst du wahnsinnig runterstürzen. Wahnsinnig? Na ja. Rolltreppe schon. Nein. Rolltreppe ist auch so nicht leicht. Nein. Ich weiß nicht, warum sie es mit einem Kamel dargestellt haben. Das könnt ihr mir auch noch erklären. Es werden Zugsgarnituren mit einem einhöckrigen Kamel symbolisiert, wenn sie kurz sind, und mit dem vierhöckrigen die Doppelzüge. Es ist im Prinzip nichts anderes als unser... Also das ist der Kurzzug. Und das ist Kurzzugende und dann ist das ein langer Zug. Aber die Franzosen haben einen Posch, aber die Franzosen haben einen Posch, muss ich sagen, oder? Ja, nein, Entschuldigung. Die Pariser. Ja. Jetzt los. Die haben sich auf die Klimaerwärmung vorbereitet. Gerhard Fritze aus Wien, 300 Euro Büchergutschein. Danke Gerhard, wir sind drauf reingefallen. Dankeschön. Hosea, was gibt es Neues von dir? Die Pratersterne gehen wieder auf. Seit Dienstag, nach Willkommen Österreich, ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Staffel mit tollen Gästen zum Beispiel. Mhm. Ich hab schon gedacht, du sagst das. Ja, ich darf dabei sein. Ja, Gary war dabei, es war ein fantastischer Abend mit dem Gary im Flug. Ja, ich hatte, freuen Sie sich auf neue Künstler wie Josef Jörchel oder Martin Frank, die man noch nie im Fernsehen gesehen hat. Und obwohl, also wenn Superstar oder Nachwuchs, alle kriegen 5 Minuten, genau 5 Minuten. Das genau. Ist, naja, mit Überzug. Also es ist irrsinnig lässig. Super, cool. Dann seid ihr bereit für ein Ding der Woche. Ich sehe es in euren Augen. Hier ist das Ding der Woche. Bam. So, das ist zwei Ding. Nein, es ist, es ist ein Ding, aber es ist in zwei Teilen, sage ich mal. Heizkörper für eine Puppenküche. Danke, es ist aufgelöst. Gary Seidel hat es erraten. Ich zeige es Ihnen kurz via Insert, meine Damen und Herren. So, okay. Aha. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr drauf kommt. Es schaut auf jeden Fall ein bisschen sinnlos aus. Einmal und. Ah, das federt. Das gehört das zusammen. Es gehört zusammen. Es wird wirklich zu zweit verwendet. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kann man was nicht reingeben. Ja. Und wir haben letztens gehabt, so, wo man Rohscheiben schneidet und dann zum Trocknen auflegt. Ja, das ist schon ein paar Wochen her. Ja. Mir kommt es auch vor, als wäre es vorgestern gewesen. Ja, aber ich halt da war und das ist so ein Reiserohscheibentrockner, dass du den einwickeln kannst und dann einstecken. Also es hat so eine Feder drinnen, man kann da was reingeben und dann lassen wir es aus und dann klemmt es das fest. Die zwei gehören. Ah, pass auf, schau her, jetzt klemmt man das. Ja, fester. Kann man es hinmachen? Nein, man kann es hinmachen, aber es gehört nicht zusammen. Es wird definitiv. Gar nicht? Nein, es wird. Also ich kann es jetzt dem Thomas geben und der kann genauso herumfuhren. Ja, aber dann könnt ihr es nicht verwenden, wenn ihr es verwenden wollt. Also es gehört doch zusammen. Ja, aber nicht zusammengeführt. Aber man kann es auch verwenden. Die kennen sich, wenn sie aneinander vorbeigehen, oder was? Nein, du verwendest. Nein, aber ich glaube, du brauchst, weil ich kann es auflösen, es ist ein Kotelettenondulierer und du musst recht und ja, aber. Setz mal. Aber was machst du mit dem Kotelett? Das verstehe ich nicht. Ah, nein, es ist ein Trainingsgerät, weil es gibt ja, kennst du das, dieses Daumenfangen. Ja? Und das ist natürlich, wenn man das professionell betreibt, dann musst du. Ne? Da geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern schon auch um Kraft. Oder SMS schreiben. Und das bei Smartphone druckst du dann schnell einmal die Glasscheibe ein, wenn es da wegen ist. Und du brauchst beide, weil sonst kannst du immer noch rechts schreiben. Glaub, dann geht das U ab. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was es ist. Und zwar, wenn man nach Asthma-Spray schon wirklich süchtig geworden ist und man will es abgewöhnen, ist das quasi wie so Methadon-Programm. Ja, es ist zum Ausschleichen. Ja. Ja, aber speziell für Zwillinge. Also würdest du es verwenden, Oliver? Das ist immer sehr aufschlussreich. Also wenn ich das machen würde, was man damit machen möchte, dann würde ich es hundertprozentig verwenden. Aha. Was? Okay. Also es ist etwas für Nerds, aber so abseitig, dass es nicht einmal du machst. Es ist ich produziere das nicht, wofür du es brauchst, was du produzieren möchtest. Und dann sind wir bei dem, was der Günther gesagt hat, dass geht da so grüne Zapferln weggehen und dann wieder herkommen. Mhm. Ich glaube, es ist eine Haarschere für Masochisten. Genau, deswegen würde ich es verwenden. Gern. Klemmt man die Haare ein und so. Nein, man kann Fäden einspannen. Das habe ich da oben gemacht.
Es ist eigentlich eine Wurzelbehandlung eher. Eine Haarwurzelbehandlung. Ah, über Idee. Jetzt bin ich gespannt. Du würdest es verwenden, wenn du das, was das ist, wenn es verwenden tät. Wenn du das produzieren würdest, hast ja, du gesagt. Ich mach oder das machen würdest. Ich Haare. Mach das nicht. Zwiebel, Haare, nein, in der Küche. Zwiebel und Knoblauch. Ja, zum Beispiel. Küche haben wir aber das erste Mal. Hat er ja schon gesagt. Ich hab gesagt. Es heißt ja nicht, das stimmt. Ja, Mara. Ja, aber das hat er ja schon. Da musst du ein bisschen aufpassen. Essen wir zusammen. Also, ich weiß nicht, ob man das zu Hause sehen kann. Was ich total interessant finde, ist, das ist ganz durchgrün. Dann drückt man drauf und dann ist das ganze Grüne weg. Türkis ist das ein bisschen, oder? Ja, das stimmt. Aber es ist ganz weg. Es ist nicht nur ein bisschen weg und ich verstehe nicht, was hin. Ah, es zieht sich nach hinten. Extrem. Das ist so spannend. Türkis und Grün zusammengeht, ist das Grüne weg. Also irgendein Gemüse, das man damit schnitzen kann. Eine Folge von Game of Thrones kann nicht spannender sein, als wenn du das Grüne verschwinden beobachtest. Naja, nein, man muss ja schauen, was hat es für einen Zweck? Es presst irgendwas. Oliver, braucht man es zum Basteln? Nein, in der Küche bastelst du nicht, zum Backen. Zum Backen? Mhm. Es presst aber etwas zusammen. Ja. Ja, das presst es ans Blech, wenn man zwei Bleche übereinander halten aber will, auf Abstand halten. Aber ich bin noch dran. Also, ja, um Gottes Willen. Sag, komm, sag. Das fällt nichts ein. nein, ich glaube auch, dass das irgendwas, das ist, also zum Schneiden ist nichts, man kann nichts sein. Ich glaube, mit Eier irgendwie, dass man die Eier... Und was willst du mit Eier? Aber ist Backen richtig? Ja, Backen ist vollkommen richtig. Ja, vielleicht ist das Back. Nein. Bitte? Das Backpapier. Du tust damit das in das Backpapier, damit es nicht zu heiß wird, kann man es dann rausnehmen. Damit das Backpapier nicht zu heiß wird? Das so arme Backpapier. Nein, dass man das Blech nein, du das nimmst das Backpapier. In den Ofen. Nein, mein Gott, 180 Grad. Ja, dann wird es nicht heiß. Oh ja. Ich habe das Ding der Woche. Das ist statt Heißlappen. Oh, bitte. Pass auf. Ich pass auf. Das ist, du machst Keksel. Mhm. Also, ich habe Keksel gemacht, Weihnachten ist jetzt schon wieder Zeit raus. Aber auf jeden Fall. Und da habe ich das Backblech, und dann statt ein Handschuh durch das Einspannen, zack, und so raus. Ja, aber das ist, nein, aber das ist ja viel zu dünn. Also, ich weiß nicht, wie dünn euer Griff vom Backblech ist. Nein, Backpapier ist ganz dünn. Was ich nicht mache in der Küche, ich bin also definitiv kein Bäcker. Ich backe keine Kuchen, ich backe keine Biskuittorten. Und so eine Biskuittorte, da machst du ja zuerst einmal so quasi die Grundform aus Biskuit und das backst du und dann hast du diesen Klumpen Biskuit. So, und da kommt ja meistens was rein. Nur wenn das fertig ist, wie kriegst du denn die Marmelade rein? Das heißt, du musst es schön... Ja, das habe ich immer gefragt. Ja, da sage ich dir, wie man die Marmelade macht. Du hast also das Biskuit dort. Aber wieso braucht man jetzt beides? Das finde ich interessant. Na, das wird sein, weil du es gerade schneiden musst. So, und jetzt nimmst du dieses Messer, das übrigens sehr schwer ist, und stellst es auf der Stufe ein. Jetzt sagen wir, jetzt ist es auf der dritten. Dann nimmst du es hier auch auf der dritten. Dann ist es auf der gleichen Höhe. Na, und jetzt kannst du die Chemie... Ja, und wenn das so ein Zylinder ist, schiebst du es vom Kuchelding runter und es fällt zu Boden. Was machst du für ein Biskuit-Torten? Eine Kuh? Du bist ja nicht ins Guinness-Buch der Rekorde. Und wenn du das genau ans obere und untere Ende spannst, schau, da hast du es jetzt eingespannt. Achtung, jetzt kommt der Zylinder, bitte. Ja. So, und jetzt kannst du das genau ganz gerade aufschneiden, nimmst den oberen Teil ab, bestreichst es mit Marmelade, tust es wieder drauf, dann machst es ein bisschen weiter unten, machst noch eine Scheibe rein und dann wird es glasiert. Das war und schon oft, dass ich das Biskuit dort gegessen habe und habe gesagt, du, aber der Schnitt ist nicht in der Waage, gell? Das war toll. Also der hat schon Schnitt, oder? Ich sag, also das kann ich... Interessiert mich nicht, ich nicht. Darum sage ich, wenn ich als Präzisionsfanatiker, ich will doch keine schiefe Marmelade haben. Ja, aber wenn du damit fertig bist, kannst du als Frust die ganze Torte aufessen, weil du bist gerade durch die Konditorprüfung gefallen. Mein Papa war Zuckerbäcker und der hat das so gemacht. Genau. Also meine Großmutter hat es mit einem Bindfaden mit der Hand gemacht. Mit einem Faden. Ihr habt jetzt wieder total die Freude an dem Ding verdorben. Nein, entschuldige, Oliver, ich schenke es dir nächste Weihnachten, weil die sind ja jetzt schon vorbei. Schneidehilfe für Tortenböden. Bernhard Wagner aus Bad Leonfelden. Danke für das Ding der Woche. Dankeschön. Danke. Großartig. So, was gibt es Neues von, dich hatten wir schon, Thomas Maurer. Nein, jeder hat am Dienstag, du feierst schon wieder Premiere im Wiener Stadtsaal. Wie heißt dein neues Programm? Was weiß ich. Das nimm. Na, wie heißt? Was weiß ich. Ja, ich weiß es nicht.
Nein, es ist, ist der Titel. Ach so, es ist der... Okay. Was war sie hast, ne? Ja, was war sie hast. Das ärgert dich jetzt, dass du... Ja, sie ist ein bisschen größer. Weil du hast es geglaubt, du hast es wahrscheinlich als einziger geglaubt. Na? Da, also. Ist schon, oder? Nein, das heißt, was ist nicht der Titel. Das sonst immer nie. Nein, ist schon weg, ist schon weg, ist schon weg. Ist schon weg, ist schon weg. Aber ist das ein Nottitel, der, wo irgendeiner gesagt hat von der Agentur, du, wir brauchen jetzt einen Titel, wir müssen eine Presseaussendung und du warst wie immer spät dran? Nein, das könnte man meinen, aber in dem Fall war es sogar Absicht. Also ich habe es vorsätzlich, was war sie genannt. Und jetzt glauben natürlich alle, ich habe einfach keine Ahnung, was in dem Programm vorkommen wird und darum heißt es, was war sie. Ist mir wurscht, solange die Leute Karten bezahlen. Ich habe mal ein Programm gehabt, das hat geheißen ungefähr 2 Stunden. Da habe ich auch nicht gewusst, was ich sagen soll. Ja. Da hat er einem gefragt, und wie lange dauert es? Die Nida Proll übrigens, die hat auch gleich Premiere nächsten Dienstag am Wiener Rabenhof. Musikkabarettprogramm Kann denn Liebe Sünde sein? Und da haben wir gesagt, Nina, bitte. Weil sie stellt ja nicht nur musikalisch auch Fragen in diesem Programm. Dann kann sie uns gleich die Promi-Frage stellen. Bitte. Schönen guten Abend allerseits. Ich habe jetzt tatsächlich eine musikalische Frage für euch. Sie spielt in Südafrika. Dort produzieren seit einiger Zeit die prominentesten Musikerinnen und Musiker Songs von genau 2 Minuten Länge. Was glaubt ihr, warum? 6. Was? Bitte? Nein, 2. 2 Minuten. Was? Ich bin noch nicht drüber hinweg, dass die Stefanie Sargnagel jetzt blond ist. Ja. Es sind realistische Lieder für Geschlechtsverkehr, ne? Also in einer realistischen Länge. Ja, 2 Minuten schaut sehr lang. Ach so, dass das, ja. Sehr lang, ja. 2 Minuten. Ja. 2 Minuten. Die Tonspur. Ist das so statistisch, habt ihr da Werte, habt ihr euch da beschäftigt? Ja, aber dass du eben nicht sagst, Schatz, heute lege ich uns den Ring der Limbelungen auf. Ja. Eben 2 Minuten später nimmst du den wieder vom Platz. Wenn du keine Uhr hast und du möchtest einen 2-Minuten-Steak machen, hast du das Lidl rein. Ja? Und sagst, okay, wenn das Lidl aus ist, dann ist es fertig. Ja, okay, und das würde man nehmen, also wenn das im Radio gespielt werden würde, würde man sagen, und so, liebe Leute, jetzt kommt wieder ein Steak-Song. Genau. Ja. Und jetzt weiß man, dass 2 Minuten vorbei sind. Genau. Ich aber glaube... Moment, ja, aber der Ansatz ist gut, allerdings... Ja. Uli? Es ist nicht Steak, es ist ein Schnitzel. Ein Ei. Ich glaube, dass es irgendwie was Adäquates geben muss, was in diesen 2 Minuten sonst irgendwo passiert. Ja. Und dann sagen die, wir zeigen euch jetzt einmal, wie lange 2 Minuten sind. Ja. Weil du vielleicht in dem in der 2 Minuten nicht auf die Uhr schauen kannst. Und dann sagt dir so quasi das Radio, jetzt sind die 2 Minuten um. Aber wofür brauchst du das? Warum? Jetzt hast du so oft schon Radio gesagt. Ich glaube, es ist ein Hinweis, weil im Radio das Nervigste, was es überhaupt gibt, ist, wenn sie ein Lied nicht fertig spielen. Aha. Und wenn vor den Nachrichten nur mehr 2 Minuten Zeit sind, ja, nicht mehr für ein ganzes Lied, dann kann man eines von diesen Liedern spielen. Das ist jetzt schon sehr, sehr radiointern. Da merkt man, dass du früher beim Radio gearbeitet hast. Aber ne? Kann das sein? Ja. Dass es so eine Marktlücke ist? Nein, weil das wird nicht vor den Nachrichten gespielt, das wird immer gespielt. Und dann wird das, glaube ich, auch als Steak-Song wird es dann verkauft. Sie spielen in dem Radio immer nur dieses eine 2 Minuten lange Lied, um dir zu vermitteln, nach 2 Minuten hast du das gehört, du kannst da dran und Strom sparen. Nein, Strom sparen? Nein, nicht Strom sparen, das aber was anderes sparen. Bitte? Benzin. Warum? Motor abstellen. Weil es das andere von Strom ist. Das Gegenteil von Strom ist Benzin. Lass, es ist gut. Was? Das Gegenteil. Großartig. Großartig. Es ist so. In seinem Stromschlag. Ich sehe euch in einem dunklen Raum und ich bin der Einzige, der eine Nachtsichtlampe hat. Und da ist so quasi das goldene Ei, das ihr finden müsst. Und ich sehe, wie ihr gerade um das goldene Ei immer vorbeitappt. Wasser! Sie hat Wasser gesagt! Stimmt, Wasser? Nein. Doch, aber irgendwas wird gespart. Wasser. Abschalten hat der Dumme gesagt. Nein, Wasser. Und ich habe euch vorher gesagt, man kann dabei nicht auf die Uhr schauen. Weil man am Klo ist? Nicht länger als 2 Minuten duschen. Und wir fragen die Nina Proll. Wir fragen. Ein Duschlied. Nina, ich möchte dir deinen Auftritt jetzt also quasi nicht wegnehmen. Bitte lösest du auf. Wir haben noch nichts gesagt. Kapstadt und andere südafrikanische Metropolen sind oft von Dürre und Trockenheit betroffen.
Dann werden die Bewohner dazu angehalten, Wasser zu sparen, unter anderem dadurch, dass sie nicht länger als 2 Minuten duschen. Um diese Initiative zu unterstützen, haben diese Musikerinnen und Musiker also diese 2-Minute-Shower-Songs produziert, um den Leuten ein besseres Gefühl zu vermitteln, wie lange bzw. kurz 2 Minuten sind. Super. Thomas, schön. Ich hätte hier 70%. Wäre das was für dich? Ich glaube, er hat es sich verdient, oder? Ja. Ja. Aber ich habe eine ergänzende Frage. Weißt du, vielleicht weißt du es nicht, aber sind diese 2-Minuten-Songs, geben die dir auch Anleitungen beim Duschen? Ja. Ah, jetzt die Echse, na ja, ja. Und dann da unten, aber nicht so lange. Nein, Hände weg, nie. Ja, ja. Ja. Und dann sagen sie, geht sie nicht mehr aus. Geht sie nicht. Ja. Ich glaube, die machen, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich stelle mir das so vor, also der Robert Grad von Südafrika, sagt da, jetzt kommt ein Shower-Song, dann steigen die in die Dusche und wenn das Lied aus ist, weiß ich, muss aufhören zu duschen. So duschen dadurch alle gleichzeitig und kein Wasser. Ja. Das ist das. Weil der Shower-Song ist aufgeteilt. Jetzt duschen die von 9 bis 9 Uhr 2. Ich glaube, dass die öfter kommen, die Shower-Songs, aber genau weiß ich es nicht. Wenn wir jetzt in Südafrika sind, dann machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Südamerika, Kolumbien. Und zwar ist nicht weit. Nein, ist ja nicht weit. Aber nur da so über das große Wasser da oben. 1995, Kolumbien, also vor 25 Jahren. Und damals hat eine offizielle Behörde 420 Pantomimen engagiert. Und ich möchte von euch wissen, aus welchem Grund. Damit die Löwen sich schrecken. Die berühmten südamerikanischen Löwen. Die Elefanten. Mich würde jetzt interessieren, wie die Uli auf Löwen und Schrecken. Nein, schon, aber mein Lieblingsfilm. Aber habt ihr es nicht mitgekriegt, die berühmte Löwenplage in Südamerika? Ja. 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 Ihr lacht in Kolumbien 1995, ja. Da waren ganz viele Löwen. Da hat es eine Zeit lang beim Billa so günstiger Löwenfleisch. Wir waren Billa dort, das wusste ich gar nicht. Und deswegen gibt es jetzt keine Löwen mehr. Und wir lachen. Durch die Kanalisation. Und nur Pantomimen können Löwen überhaupt. Nein. Aber gut, also was haben die Pantomimen gemacht mit den Löwen? Nein, nicht mit den, vergiss das ja, nicht. Nein. Hallo. Die Pantomimen haben so gemacht und die Löwen haben sich gedacht, da komme ich nicht weiter. Ja. Uli, ich muss dir leider, weil du bringst mit deinen Sachen immer die Runde so auf Vordermann. Wirklich. Schön, das man hat die Gedanken so, selbst. Ja, das, ist auf, das würde nein, dir ja gar nicht kommen. Nein, zum Glück, ja. Das steht ich gar nicht aus. Mein Lieblingssatz von Uli war halt, das Gegenteil von Strom ist Benzin. Das ist klar. Ja. Oder? Ja. Man kann es nicht bis zum Punkt bringen, finde ich. Da lernt man was. Ja, da. Das Gegenteil vom Diesel ist Energie. Und das Gegenteil von einem Löwen ist eine Pantomime. Ja. Warum sind Sie Pantomime geworden, wenn meine Mutter kein Löwe war? Das ist die schönste Berufswahl. Was gehst du heim, Fasching? Als Löwe oder als Pantomime? Ja. Wie viele Pantomime? Ich glaube, 240. Nein, 420. Ja, dann warst du es nicht. Die haben schon zusammengefressen, die Löwe. Aber am Land oder in der Stadt? Also in Südamerika City. Genau! Genau! Das wäre meine Frage. Hinter der Ortstafel. Ja, wo genau ist wurscht, oder? Oh, nein, es ist nicht, nein, nicht es ist wurscht. Nicht wurscht. Ich glaube, dass die Polizisten ausgegangen sind. Jetzt haben sie ein paar. Statt die Polizisten. Hallo, sind die Polizisten rausgegangen? Schicken Sie uns Pantomime. Aber die haben. Was? Aber die haben den. Ist da. Ist schon gelöst, Uli, ist schon gelöst. Ist schon gelöst, Entschuldigung. Es ist nicht gelöst. Nachdem haben diese berühmte Pantomime-Nummer gemacht, wo man die Zigarette austritt. Und das war so ein Hinweis für Herz auf zum Rauchen. Ja! Die haben es einfach in der ganzen Stadt verteilt. Nein. Die haben das Waldsterben nachgemacht. Wie habt ihr. So, jetzt, Geri. Jetzt ist mal. Nein. Ich hab Angst, dass es abfärbt. Ich kann nicht mehr. Hey. Ja, Alter.
Ich würde 5 draus drauf. Weißt du? Da kommen 420 Pantomime, krieg ein Tonbandel. Guten Morgen, Mr. Hand. Ihr Auftrag ist, das Waldsterben nachzumachen. Und die ersten sind so da gestanden und der letzte ist dann schon so da gestanden. Ich bin mittlerweile tief überzeugt, dass die Uli ein kybernetischer Sprachsimulationsapparat ist. Die werden von einer offiziellen Behörde engagiert und dann ist ihr Auftrag. Guten Morgen, Pantomimen. Wir haben Park-Sheriffs, die sind ja auch offizielle Behörde. Ja, aber die machen doch nicht das Waldsterben nach. Nein, unsere nicht. Aber Moment, weißt du, das hat ja Sinn, um darauf aufmerksam zu machen. Aber warum aufs Waldsterben, Uli? Weil der Wald kann nicht sprechen. Und Pantomimen auch nicht. Darf ich jetzt eine Geschichte? Ich weiß ja, dass die Uli keinen Alkohol trinkt. Das heißt, ja. Und meine Theorie ist ja, die geht ja total im Bruch. Meine Theorie heißt ja, man kann auch ohne Alkohol lustig sein, aber ich gehe auf Nummer sicher. Aber bei der Uli stimmt das nicht. Das ist wirklich großartig. Aber ich bin ja nicht lustig, ich meine es ernst. Das ist ja das. Das ist ja genau das. Geht's, eh? Was los? Ja. Also, damit der Wald eine Stimme bekommt. Bitte beim Pantomimen. Die Pantomime. Das ist die größte Verarsche des Waldsterbens. Wir engagieren Pantomime. Ich bin immer ein Krug wohnt. Und die haben dann gesagt, warum stirbt der Wald? Ich hab nichts gesagt. Na, hätten sie was gesagt? Nein, das ist traurig. Ja, Pantomime, engagiert Pantomime, aber wirst du aber reden auch, gell? Das ist eine sprechende Pantomime. Die wollten auf was hinweisen. Nein, hör auf, es ist vorbei. Es ist wurscht, ja. Es ist völlig wurscht. Nein, ich glaube, die gibt es eh gar nicht. Oh ja, aber es ist besser, wird es nicht mehr. Das die haben das Piktogramm erklärt. Nein, das war der Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá, der ist 95 Bürgermeister geworden, der Antanas Mokos. Was aber ein großartiger Mensch, Mathematiker und Philosoph. Und er hat Folgendes gemacht. In seiner ersten Amtshandlung hat er korrupte Verkehrspolizisten entlassen. Fristlos. Und stattdessen hat er 400 Pantomimen eingestellt. Und die sollten die Verkehrssünder humorvoll verspotten, auf Fehler hinweisen, Fußgängern helfen. Weil die Idee dahinter, die Kolumbianer hätten mehr Angst vor öffentlicher Demütigung als vor einer Strafe. Also das ist übrigens nur, falls einer merkt, das ist... Ist links oder rechts der Pantomime? Das ist übrigens der Zitronenbaum. Das ist ein sterbender Zitronenbaum. Wenig Wald im Bild. Für die Uli, schau, wie wenig Wald. Da ist kein Wald mehr. Sie weisen darauf hin. Es sind Bilder aus Caracas, nur falls es jemand merken sollte. Da ist das Jahre später auch eingeführt worden. Aber tatsächlich, es dürfte gefruchtet haben. Die Zahl der Verkehrsunfälle und Gesetzesübertretungen sank um mehr als 50%. Großartige Frage, herrliche Antworten, Uli. Wir lieben dich. Und wir bedanken uns, bitte. Danke, Uli. Das glaubt ihr mir nie. Bei Sebastian Meyer aus St. Kilda in Australien. Wir werden in Australien anscheinend übers Internet geschaut. Anders, ich lieb. Ja, ich kann es mir sonst... Oder wir haben es mit Austria verwechselt. Ich weiß nicht. War eine wunderschöne Sendung, die erste des Jahres 2020. Ich freue mich auf viele weitere und auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag. Bei Was gibt es Neues? Alles Liebe, danke.